Es war ein Tag mit hochsommerlichen Temperaturen. Nicht nur im Tal, auch auf der Zindeln schwitzte man selbst im Schatten. Der Brosi werkelte mit nacktem Oberkörper bei der Hütte vor sich hin und pfiff dazu eine Ländlermelodie. Da sah er, wie sich Leute vom Tal her der Hütte näherten. Sie lösten sich gerade vom Waldrand und allmählich konnte man genauer erkennen, was für Leute es waren. Es waren ein Mann und eine Frau. Der Mann trug ein kleines Kind auf dem Buckel, eine junge Familie also. Langsam kämpften sie sich auf den letzten Metern zur Alp hoch. Sie langten beim Holzkreuz vorne an, dort wo Xaver jeweils den Alpsegen sprach. Gäste, der Brosi ärgerte sich, das kam ihm ungelegen. Talwasser. Der Debütroman von Beat Hüppin erscheint im Februar 2016 im Zietglocke Verlag. Erhältlich überall im Buchhandel.